Millionen Länder in die starke Nettozahler wurde, aus politischen Gründen. Und deshalb hat man Malta Ausgleichszahlungen gegeben und hat die im Landwirtschaftsbereich gegeben, weil es am wenigsten gestört hat, denn da haben sie am wenigsten zu gewinnen. Also von daher, da wird sehr viel politisch entschieden. Nee, man muss es einfach sehen, das hat viel mit Politik zu tun und oft auch gar nichts mit Landwirtschaft zu tun, sondern auch mit dem Verhältnis, mit dem Machtverhältnis der Staaten untereinander. Das haben Sie ja auch so schön geschildert. Und ich glaube, dass wenn man das weiß, dann kann man die Entscheidungen auf der EU-Ebene besser verstehen. Ich denke, das Ganze wird künftig transparenter, weil das Parlament mitentscheidet und das Parlament entscheidet normalerweise, wie gesagt, ich glaube, da sind wir uns einig. Parteipolitisch übergreifend einig, wir entscheiden sehr viel sachlicher. Und deshalb glaube ich, dass wir jetzt künftig eine etwas bessere Diskussion bekommen über die Ziele der Landwirtschaftspolitik. Das lässt mich auch hoffen für die nächsten 10 Jahre. Ja, Frau Müller, aber Sie sagen jetzt sachlich. Ich nehme mal an, dass hier ja auch sachlich diskutiert wurde, aber es gibt ja verschiedene Positionen. Ja. Und da haben Sie jetzt noch nicht Stellung genommen. Zu diesen Punkten, zu diesen zwei Kernpunkten und wie es hier ging, haben Sie jetzt im Moment noch gar nicht gesagt. Zu den Positionen kann ich eines sagen. Ich glaube, es gibt da nicht die eine Linie. In der Wissenschaft gibt es vielleicht die eine Linie, in der Praxis gibt es sie nicht. Wenn man sich anschaut, wie sich die GAP weiterentwickelt, dann muss man natürlich sehen, dass es einen absoluten Bruch nicht geben kann. Weil der würde auch für viel zu große Verwirrung sorgen, Verunsicherung sorgen. So muss sich letztlich entscheiden, wie soll die langfristige Entwicklung sein. Und es ist natürlich klar, dass wir auch für große Herausforderungen stehen im Bereich Klimawandel und die müssen mitbeantwortet werden, auch von der Landwirtschaftspolitik. Für mich heißt es, dass schon sehr viel mehr in der zweiten Säule gemacht werden muss, aber ohne die erste Säule jetzt sofort abzubauen. Frau Jäckle. Und die zweite Säule, vielleicht darf ich das noch ergänzen, die zweite Säule läuft ja ohne nie wieder Kofinanzierung in den Mitgliedstaaten. Frau Jäckle, Sie hätte ja Ihr Vorredner hier, hätte sie wahrscheinlich bei seiner Klassifizierung in Reformer und Konservative auf die Seite der Alten gesteckt, die Konservativen. Ich nehme an, Sie sind etwas geschockt gewesen von dem Vortrag von Professor Greg. Ja und nein. Ich meine, ich habe ihn so angehört und so genommen, wie er war und wie er wahrscheinlich auch genommen sein wollte. Das unterstelle ich jetzt mal. Im Ganzen, glaube ich, heute ist sehr viel deutlich geworden, nämlich es gibt eine ganze riesengroße Palette von unterschiedlichen Positionen, von unterschiedlichen Ansätzen. Die Ziele sind relativ gleich, was wir wollen, relativ, aber auch nicht ganz, aber relativ. Es ist auch klar geworden, das wurde auch heute Morgen gesagt, es gibt kein ja nicht mal im Ansatz außer diesem Non-Paper ein Papier, weder von der Kommission, weder vom Rat noch vom Parlament, was am Ende das Ziel beschreiben sollte. Das heißt, wir sind heute hier mit dieser Debatte, aber auch im Parlament, im Rat, in der Kommission, wenn die Kommission denn neu besetzt ist, das muss man ja auch noch dazu sagen, im Moment ist das ja auch so ein leeres, in Anführungszeichen, Zwischenteil, da werden wir beginnen, die Dinge zu diskutieren. Und für mich ist schon eines klar, also jetzt bin ich ja nicht nur konservativ, sondern auch nur christkonservativ, noch schwieriger, möglicherweise. Ich habe eine Verantwortung für die Menschen, für die Landschaft, aber auch dann für all die Dinge, die angesprochen sind, Klima, Wasser, Luft, eben für die Zukunft, für eine Nachhaltigkeit. Mir hat man gelernt, dass unser Betrieb, dass meine Fläche nicht mir gehört, sondern ich habe dahin geheiratet und sie gehört letztendlich meinen Kindern. Ich denke, das gehört zur Landwirtschaft dazu. Es ist nicht nur etwas, ich verdiene irgendwo Geld, es steckt mir dahinter. Das verstehe ich dann wieder unter Konservativen, verstehe ich auch dafür. Auch Frau Eckle, Sie haben jetzt zwar die Lage wieder beschrieben, aber mich würde schon interessieren, was Sie zum Beispiel von so einem Konzept der Renationalisierung halten. In den Jahren, in denen ich in Brüssel bin, fällt mir doch auf, dass einige Argumente durchaus für eine stärkere Rückbindung an Nationalstaaten und Regionen sprechen. Denken Sie bloß mal daran, diese riesigen Unterschiede, die jetzt bestehen zwischen neuen Mitgliedsländern und den alten Ländern oder die unterschiedlichen Konzepte, die man für eine einzelne Politik.
sagen könnte, da spricht einiges dafür, dass das regional wieder